Weißt du es schon? Das Hörrätsel. Das Tier, das wir suchen, liebt das Wasser. Ist so groß wie ein Auto, so braun wie ein Baumstamm und wird von WissenschaftlerInnen Odobenus rosmarus genannt. Es lebt in den kalten Meeren der Nordhalbkugel unserer Erde, im Atlantik und im Pazifik. Damit es im kalten Wasser nicht frieren muss, trägt es eine 8 cm dicke Fettschicht mit Stoppelhaaren und einer faltigen, buchdicken Haut am Körper. Und dieser Körper kann riesig werden, 3 Meter lang und über 1000 Kilo schwer. An Land schleppt sich unser Tier nur mühsam voran, kein Wunder bei dem Gewicht. Im Wasser ist es jedoch blitzschnell, wendig und sehr geschickt. Unter Wasser kann das Tier, das wir suchen, bis zu 30 Minuten lang die Luft anhalten. Genug Zeit, um Nahrung zu finden. Unser Tier ist ein Jäger. Fische, Muscheln und Tintenfische verspeist unser Tier besonders gern. Besonders auffällig sind der borstige Bart und die gefährlichen Eckzähne unseres Tieres. Die werden im Alter zu riesigen Stoßzähnen, die man auch Hauer nennt. Bis zu 1 Meter lang werden die Zähne. Das ist praktisch, denn sie dienen als Werkzeug, um Atemlöcher ins Eis zu hacken und als Gehhilfe und Kopfstütze. Nützlich und hilfreich sind sie aber auch als Waffe zur Verteidigung gegen den größten Feind unseres Tieres, der Eisbär. Und, weißt du's schon? Welches Tier suchen wir? Ich sag es dir. Es ist das Walross. Eine Produktion von 4000 Hertz.